Dann hat er mich nochmal gefragt wegen der Feuerwehr, dass wir da Ja. alle auf dem neuesten Stand sind. Ich habe angefragt bei zwei Herstellern, einmal Mercedes und einmal Iveco. Kooperieren ja eigentlich zusammen, beziehungsweise können, glaube ich, sogar zusammen. Aber da geht es um einen Sprinter, so einen Pritschenwagen und einen LKW. Die wollen uns jetzt ein Angebot fertig machen, bis wann wir die kriegen können. Alter, was macht der denn jetzt Was hier? macht der jetzt hier? Naja, ignorieren wir. Okay. Kriegt man noch ein Angebot zugeschickt und dann gucken wir mal nächste Woche. Also vielleicht sind die nächste Woche schon lieferbar. Okay. Eva, ich würde mich auch gerne für die Feuerwehr einsetzen. Einsetzen, das ist gut. Das ist koordiniert, glaube ich, der Stromberger. Okay. Also das müsste man dann der wie hieß er, der Müller, der wollte ja auch zur Feuerwehr. Jetzt müsste man dann noch mal gucken. Gucken wir mal nächste Woche. Ja, ach so, und was hatte ich jetzt noch für eine? Ah ja, genau, der Jürgen hat noch mal angefragt. Und zwar geht es bei dem um, wir haben jetzt verschiedene Produktionen in Schwatzingen. Da wäre die Frage der Verteilung. Kann die einfach jeder kaufen? Gibt es eine Ausschreibung, dass jeder bieten kann? Oder wie machen wir das? Also die einzelnen Produktionen, meinst du? Jo. Ja. Ich würde Würde. sagen, dass die einfach einer besitzt und dann alle befüllen können. Aber Na, das müssen finde auch ich. sehr Nee, direkt rauswählen. das ist blöd. Finde ich jetzt kurz Also. off, rein RP-technisch nicht gut. Das muss ja schon eine Interaktion darstellen. Ja, denn ich würde das so machen, dass wir eine Ausschreibung machen, meinetwegen auch mit Besuch zu den einzelnen Werken. Und dass dann halt jeder darauf bieten kann. Also, dass jeder die Chance hat, dabei zu sein, um das halt zu kaufen. Okay, das fände ich eigentlich auch am besten, wenn wir hier eine Versteigerung machen oder so. Genau. Da hat Natürlich hat die Stadt auch am meisten davon. der. Genau, also alles, was plus ist, geht natürlich in Stadtkasse oder Staatskasse. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da wird mir gar nichts angezeigt, das ist ja doof. Ja, das wäre eigentlich am besten. Okay, gut, dann kann ich das dem Jürgen so zurückmelden. Genau, ja. Ich Das meine, kommt, da kommt Ray6, glaube ich. Ein was kommt? Polizei, oder? Stimmt, der ist auch bei der Schon Polente. Ja. wieder. Hä, der fährt schon wieder hier lang. Nein, das Nee, ist, da glaube ich, hinten sitzt Ray6. der Stromberger auch noch. Der lauscht hier. Lauschen hier alle. Naja. Komm. Aber ist halt die Frage, nee, beziehungsweise ist das so, wenn ich jetzt das Sägewerk kaufe, dann muss ich natürlich Holz auch ankaufen, wenn ich das nicht selber rankriege. Ja, dadurch steigern wir auch die Wirtschaftskraft hier in der Gemeinde. Von dem her. Aber ich glaube, dann sind wir soweit durch. Da kommen immer mehr Leute, die lauschen wollen. Ja, Ja. das wird zu. Ja. Hallo, ich wollte nur nachfragen, ob ihr trunken wird. Was? Ja, Was? trunken. Wieso wird hier Alkohol. getrunken? Nein. 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 Der Gut, Hans-Peter hat weil. Alkohol freigekriegt. Meinst du? Ja, wegen den Autos nur gleich drüben, ne? Ich Ah, wollte der. nur noch mal einen Tipp geben. Nein, nein, der Hans-Peter macht einen Entzug, der kriegt nur alkoholfrei. Ja, dann passt es. Ja, okay. Okay, Gut, dann wünsche ich tschüss. euch noch viel Spaß. Jo. Jo. Haben wir aber gut hingekriegt, Marlon. Ja. Aber Zum lieber Glück eins muss. wie keins, ne? Ja. Ich dachte schon, der will testen, ob wir Alkohol Ja, müssen wir getrunken aufpassen, haben. wenn wir nachher heimfahren. Ja. Das Okay. könnte schon auch schon Spaß werden. Gut, aber dann schauen wir mal. Jo. Oh, guck mal, ich glaube, den anderen da, den nimmt er mit zum Bla zum Pu Ich glaube, der muss pusten. Ich? Nee, der da hinten, Nee, guck mal. Müller. Ah, nee, Nee. jetzt haben sie sich. Nee. Müller Nee. muss eh pusten. Oder hat er spioniert? Hat er uns jetzt verpfiffen? Ich hoffe mal nicht. Mal Hey, sonst kriegt er gucken. keine Feuerwehr, das sage ich Ihnen. Der Okay. kommt nicht in die Feuerwehr sonst, ja. Aber Wir gut, dann brauchen. ist soweit Achso. alles klar. Ja. Jo. Dann Wir sind wir sprechen. aktuell. Und dann Wir müssen wir sprechen. halt gucken, was wir mit den Produktionen machen, wann wir die versteigern. Ja, und nächste Woche gucken wir mal, ob er schon die
Fahrzeuge für die Feuerwehr da sind, Jo. dann würde ich mal mit Stromberger darüber reden. Warum zappelst du denn jetzt so rum? Bleib doch mal ruhig. Bist jetzt so nervös? Ja, ich bin nervös, die Polizei war hier. Ja, lass den doch. Der macht schon nichts. Du, ich habe noch eine andere Frage. Wir sind ja fertig hier jetzt. Ja. Hans. Hans? Ja? Was hast du da in der Hand? Gib meine Flasche her. Ich hab die nicht. Gib die her jetzt. Ich hab keine. Wirklich nicht. Hab doch gerade eine gesehen. Hier im Hosenbund steckt sie drin. Hey, hey, gib die her. Bist Was fasst du verrückt? mich an? Ich habe die Flasche angefasst, Jung. Wenn du nicht den Entzug schaffst, dann bist du nicht mehr lange im Stadtrat. Gell, dann fliegst du raus. Wir wollen dir nur helfen. Ich hab die nicht genommen. Ja, wie kommt die dann hinten in deinen Hosenbund rein? Ja, weiß ich nicht. Ja. Jung, Jung, Jung. Bleib mal stehen. Ich Ach. guck noch mal, ob da irgendwie ein Kran dran ist. So. Okay. Naja. Also ich sag's dir, Hans, bleib trocken, sonst kriegst du wirklich Probleme. Bleib ich. So, ich gebe mal die Fläschels zurück. Hier, bei Ja. Helga. Helge. Helge? Helga? Das ist Bertha oder Beatrice, keine Ahnung. Guck mal da oben. Da ist eine neue Werbung. Breezy Spitz gibt dir einen Friesisch Kick. Spitzwerbung, die ist neu, das habe ich noch gar nicht gesehen. Warte. Breezy Spitz Zero. Ja, ist neu, oder? War früher nicht drauf. Ja, ich glaube Nee. nicht. Okay. Gut, aber ich muss dann los. Ach so, Marlon. Ja. Ich wollte noch fragen, kannst du mir die 10.000 Liter Gras runterliefern? In mein Silo? 10.000, ja, kriege ich hin. Weil dann komme ich jetzt zu dir, Hans, und dann wegen dem Viehtransporter. Ich rufe dich dann an wegen Geld. Jo, mach das. Bis dann. Tschüss. Ist das Tschüss. okay, Hans? Ja, dann tschö. Gut, dann fahren wir zu dir. Jo. Pfosten im Weg. Zum Glück haben wir ein geländetaugliches Fahrzeug. Pass auf, da ist nochmal so ein Pfosten. Das ist nur für. Was? Ich glaube, der Funk hier oben ist tot. Da ist nur für Fußgänger. Naja, egal, bin durchgekommen. Ja, ich rufe mal gerade den. Achso, ne, der ist gerade nicht beschäftigt. Der ist gerade beschäftigt. Egal, der wird sich schon melden, wenn er irgendwas wissen will, der Jürgen. Ich habe dann Wasser, ich habe Gras. Ich habe eigentlich eine Sämaschine, ich habe gedüngt. Kann ich anpflanzen? Wenn es mal irgendwann soweit ist. Okay. Aber dann passt ja alles. Hans? Ja. Wie viel Kapital hast du eigentlich noch? Aber nicht viel. 1,3 Millionen. So viel. Ich habe Ich glaube, da fast muss ich nicht. aber auch einen Kredit aufnehmen. Ja, kannst ja machen.
Sonst kriege ich keine, weißt du, sonst kann ich nicht mitbieten hier. Ja. Da muss man schon echt aufpassen, dass man da mitkommt. Ah. Bist schon da? Nee. Ah, da hinten kommst, ich sehe dich. Das Problem ist der Harry. Ja, jetzt habe ich keinen Funken mehr. Naja, egal. Lol. Aha. Nicht einsteigen. Ja, schade. Bin hier. Hey. Also, ich gehe auf die Seite. Ah, guck mal. Oh, den kann ich sogar. Heieiei. Ich trage dir gerade mal die Palette auf die Seite, ne? Ja, mach das. Kannst du mir so einen Tiertransporter organisieren? Ja, klar. Ich guck mal, aber den Dünger konnte ich gerade nicht anheben. Der ist zu schwer, da sind 1000 Liter drin. Der ist auch nicht deiner. Ah, das ist. Ach so, stimmt, das ist mein Zeug noch. Ja. Okay. Nee, aber warum. Ach, hier sind nur noch 100 Liter drin, deswegen kannst du es sagen. Ja, vermutlich. Ja, und da sind okay. Noch 1000 drin. Gut, dann bestellen wir mal so ein Ding. Zur Miete, gell? Jo. Ich rufe mal kurz den Jürgen an. Hallo? Hallo Jürgen. Hi. Du hattest ja gefragt, wie das ist mit den Produktionen. Ja, sagte der Neumann gerade schon. Ja, weißt du schon. Okay, ja, dann ist ja gut. War gerade hier unten. Jo. Ich meine, muss mal gucken, worauf man Wert legt, ne? Ja. 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 Okay, gut, das war's dann schon. Jo. Bis okay. Dann, tschüss. Du. Ja. Mit der Wiese unten. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen was gewachsen, oder? Weiß nicht, ich musste mal aufs GPS gucken. Okay, dann schau ich mal. Ich guck auch mal gerade rein, aber ich glaube nicht. Nee, das dauert noch. Ich weiß auch nicht, ob das von der neuen Ernte-Dings da abhängig ist. Ja. Ich glaube schon. Doof. Aber gut. Ja, schon mal gedüngt. Dünger brauchst du übrigens keinen beim Ding zu kaufen. Ich habe noch 10.000 bei mir im Silo, falls du was brauchst. Okay. Sag einfach Bescheid. Auch Kalk. Jo, passt. Jo. Jo. Bis dann, tschüss. Okay, der hat den Dinger dahingestellt, dann nehme ich den mit. Gut, dann läuft das auch. Dann fahre ich jetzt mal zum Viehhändler, guck, wie viel die für das Schäfchen wollen. Ich weiß gar nicht, wie viel gehen hier überhaupt rein. Mal gucken.
Ey, so ein Vollhorst, ey. Da ist noch mein Führerschein. So Führerschein-Dings hier, Schule. So, aber dann kriegen wir noch ein paar Schäfchen ran heute.